Nach meinem Geschmack, das ist Schnurzpiepegal, was die sagen. Klare 10, Weltklasse. Mit 125 Gramm Butter starten wir und ich habe dann mir eine fertig Hähnchen-Gewürzmischung gekauft. Achtung, Schleichwerbung hier von der Firma, ich glaube Hardcorn heißt sie. Und ich habe dann die weiche Butter mit der Gewürzmischung hier liebevoll und voller Hingabe auch hier schön miteinander vermengt. Und dann dachte ich mir, na, was soll denn der Geiz? Das sieht mir noch ein bisschen wenig aus hier zum Thema Gewürzmischung. Und dann habe ich halt noch gleich etwas mehr hinzugetan. Und kennt ihr eigentlich den Film, der sich den Wolf rührt? Nein, egal, Quatsch. So, und jetzt haben wir hier noch ein bisschen mehr von der Gewürzmischung obendrauf. Ja, ich glaube aber beim nächsten Durchgang mit einem Bierbackhähnchen werde ich mir mal selbst einen Rub zusammenschrauben. Der war okay hier von der Firma Hardcorn, aber ich glaube, man kann das selber vielleicht ein bisschen besser machen. Als nächstes müssen wir die Haut... Oh, guckt mal, hört ihr das im Hintergrund? Das ist unsere Katze Tirza und immer wenn ich in der Küche bin und bereite was zu, sei es ein Stück Fleisch, sei es Hähnchen, kommt unsere Tirza an und möchte gern was abhaben, so auch hier. Und deshalb hat sie da gerade weit aufgemiaut. Aber was mache ich hier eigentlich? Ich löse mit einem Kochlöffel, sage ich mal, die Haut vom Hähnchenfleisch. Da kann man ruhig ein bisschen rabiater zur Sache gehen. Einmal das umgedreht und auch von der anderen Seite mit einem Kochlöffel zwischen Haut und Hähnchenfleisch zwischengegangen und entsprechend die Haut vom Hähnchenfleisch abgelöst. Ja? Das hat einen besonderen Grund, warum ich das gemacht habe. Denn wir werden gleich den Zwischenraum zwischen Haut und Hähnchenfleisch füllen mit unserer Butter und unserer Gewürzmischung. Warum? Ja, weil dann nachher beim Braten so, dass die Butter zerläuft und dann unten schön sich quasi... Ups, was war das? Ach, die Tirza ist wieder an mein Stativ gekommen und hat dort entsprechend... Hörte sie wieder? Da war sie wieder. Und ist dann entsprechend da dran gekommen. Hat das ein bisschen verrückt, aber nicht schlimm. Also wir füllen beide Seiten entsprechend aus mit der Butter-Gewürzmischung. Auch schön verteilen hier. Hat das Huhn eigentlich eine Beulenpest? Nein, hat es nicht. Und zwar drehen wir die ganzen Vogel jetzt nochmal rum. Wieder andere Seite, noch uns rumgedreht hier. Und dann wieder mit dem Füllvorgang weiter fortsetzen. Und zwar hier reinschieben, dann ein bisschen abstreichen. Da war wieder Tirza. Ja, Tirza, wir wissen, du stehst auf Hähnchenfleisch. Aber leider gehst du diese Runde leider leer aus. So, also kratzen wir alles schön aus der Glasschüssel raus und wieder zwischen Haut und Hähnchenfleisch dann die entsprechende Füllung verteilen bei dem Vogel. Von außen haben wir den Vogel jetzt bearbeitet und jetzt kommt noch eine kleine Füllung dabei. Und zwar habe ich hier eine Limette geviertelt und die kam jetzt auch in das Innere von unserem Brathähnchen. Zu den Limetten gesellt sich ein kleiner Strauß Blattpetersilie. Ja, das habe ich auch noch dazu gegeben und rein damit. Und das Ganze nochmal begutachtet. Ja, genau da muss nachher das Huhn auf seinen Huhnaufsitz. Und jetzt haben wir nochmal was reingestopft und jetzt kommt von außen auch nochmal der Rest der Gewürzmischung drauf auf den Vogel. Und das machen wir jetzt. Eins habe ich mir gemerkt fürs nächste Mal und zwar werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall, wenn ich mit einem Rub arbeite, Handschuhe anziehen und den Vogel oder das Stück Fleisch, das eingerieben wird, in eine große metallene Schüssel legen, dann geht nicht so viel verloren und ich muss nachher nicht so arg den Putzlappen in der Küche schwingen. So, jetzt machen wir unseren Aufsitz fertig und zwar kommen hier zwei angedrückte Knoblauchzehen rein. Dann kommt hier natürlich, wie der Name des Videos schon sagt, Bier rein. Wieder unser Lieblingsbier, Störtebäcker Hanseporter. Aber diesen Zylinder nicht ganz füllen, knapp bis zu einem Drittel. Und nicht so das aufpassen, dass es nicht so sehr schäumt. Das war schon mal ganz gut so. Und dann kommt noch ein bisschen, ich glaube es waren ein oder zwei Zweige vom Rosmarin auch noch zu der Geschichte hinzu. Und jetzt heißt es Sit Down, Dear Chicken. Und zwar stülpen wir dann das Huhn entsprechend auf seinen Aufsitz. Ja, das muss ich zugeben, das war ein bisschen Gefummel am Anfang, aber irgendwann hat das Huhn dann doch verloren und es hat dann Platz genommen auf seinem Hähnchenaufsitz. Die Vorbereitungen werden abgeschlossen und jetzt geht's an den Grill. Ich habe hier den Grill aufgeheizt mit meinen Kohlekörben links und rechts als indirekte Hitze und den Aufsitz in die Mitte gestellt
und das Ganze dann jetzt bei ca. 200 Grad ungefähr, das hat ungefähr 70 Minuten gedauert, gegart. Und jetzt lasst mich allein. Ich muss nachdenken. Und bringt mir Wein und Huren.